Es gibt wieder Support für 18 Jahre alte Anime-Momente. Wer hätte das gedacht? Los geht's! Heute haben wir einmal den Kuribo-Support auf die tollen Kuribo-Karten, die damals Yami-Yugi oder Atem, wie ihn viele Kenner kennen, im Anime gegen Raphael gespielt hat. Und das war ein ziemlich cooles Duell mit extrem weirden Karten. Und diese weirden Karten haben wir jetzt im TCG. Also bald, nicht jetzt. Entspannt euch. Bald. Und das sind die ganzen Kuribo-Karten. Die heißen zwar nicht Kuribo, aber das sind Kuribo-Karten. Ihr seht gleich warum. Das sind die ganzen Kuribos mit verschiedenen Farben. Eine Karte, auf die ich hinaus möchte, die das Thema vielleicht jetzt nicht relevant machen, aber die es für mich persönlich sehr interessant machen, um damit mal rumzuspielen. Denn ich glaube, da gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Wir fangen an mit Kuriba. Kuriba ist quasi eine Kuribo-Karte. Wird immer als Kuribo-Karte behandelt. Ist natürlich ein Dark Monster Level 1. Selbes jetzt wie der Original Kuribo. Die Special, also ein Kuribo-Monster vom Deck, wenn ein Kuribo-Monster durch Kampf zerstört wird. Ob er selber oder ein anderes ist Bums. Mal gucken, wie relevant das wird. Ist auf jeden Fall kein Kackeffekt. Und du kannst den Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen. Macht aussehen, damit wenn das immer wieder cycelt. Das wäre ziemlich dumm. Und der nächste Effekt: Du kannst halt die Karte rotieren und dann vier andere Monster, alle Kuribo-Dinger und kannst Kuribablon aus dem Deck spezial beschwören, vom Friedhof oder von der Hand. Ja, dann lassen wir einfach mal so stehen, das macht halt keinen Sinn. Kuribablon ist halt keine Kackkarte, aber auch keine gute Karte, deswegen ist der Trade-off not wirklich worth it. Und ihr braucht halt die spezifischen Monster dafür, das macht auch nicht viel Sinn. Auf jeden Fall Kuriba, keine Kackkarte, aber auch keine gute Karte. Dann wäre mein persönlichen Favorite von den Ausdrucksweisen von den Kuribo-Augen. Das ist einmal Kuribe. Guckt euch diese Augen an, guckt euch diese Augen an, ist das nicht witzig? Das ist so cute. Okay, was kann denn der Kuribe? Wenn ein Kuribo-Monster zerstört wird durch Kampf, kannst du eine Zauber- und Fallenkarte vom Deck adden, die halt Kuribo im Kartentext erwähnt. Ja, da gibt es einige. Multiply, Kuribo Rufflöte, also sind ein paar coole dabei. Das ist jetzt nicht bad, aber muss halt durch Kampf zerstört werden. Ist jetzt auch nicht so krass, ne? Und wenn dein Gegner einen Angriff deklariert und ihr habt die und anderes Kuribo-Monster auf dem Feld, dann kannst du den Angriff annullieren, dann kannst du die ATK von deinem Monster zu 0 machen und den halt den Angriff annullieren. Das ist halt auch nicht kacke, aber eigentlich wollen die durch Kampf zerstört werden, deswegen ist Angriffsannullierung jetzt nicht so clever. Aber die Karte ist auf jeden Fall nicht kacke. Kommen wir zur nächsten Karte. Das ist Kuribu und die sieht aus wie ein Geist. Zu Recht, die ist nämlich super scary. Guckt sich an, ist sie nicht so. Sieht sie nicht sehr intimidating aus. Ist auf jeden Fall ziemlich süß. Mit dem Weiß sieht natürlich Kuribo extrem süß aus. Was kann denn die tolle Kuribo-Karte? Wenn der Gegner einen Angriff deklariert, du kannst sie discarden und dann ein Kuribo-Monster von deinem Deck dann hinzufügen. Ja, das ist kein Scheißeffekt. Einmal Spielzug als Quick-Effekt. Du kannst eine Karte discarden. Oh nein, nein, eine Trap-Karte discarden. Ziemlich weird. Dann kannst du ein offenes Monster vom Gegner wählen und das verliert 1500 ATK. Boah. Ist jetzt nicht so neu spannend, aber der Sucheffekt ist halt ganz interessant. Haben wir Kuribe. Sieht ein bisschen aus wie Noahs Haare. This should be amusing. Was kann denn die Kuribe? Du kannst die Karte discarden, dann kannst du ein Kuribo-Monster, das du kontrollierst, wählen und das bekommt 1500 ATK. Ja, okay, cool. Der hat noch einen zweiten Effekt. Du kannst die Karte reputieren und dann die anderen Monster von der Hand, Kuriba und die ganzen anderen Kuribo-Dinger. Und dann kannst du halt direkt nachdem der Effekt aufgelöst wird, ein Fiendmonster von deiner Hand normal beschwören. Ich weiß, es klingt halt sehr underwhelming und ist es auch. Keine gute Karte, aber das Artwork ist nett. Sagen wir es mal so. Dann kommen wir auf das Bossmonster von dem neuen Kuribo-Thema. Das ist Kuribabylon. Diese Karte hat dafür gesorgt, dass Yami-Yugi mit Orichalcos komplett den Verstand verloren hat. Was kann das Ding? Das kriegt erstmal 300 ATK und Death für jedes Kuribo-Monster, was du kontrollierst und im Friedhof, also in deinem Friedhof. Das ist jetzt nicht kacke, aber auch nicht gut. Ne? Die wird halt dann relativ groß, aber meistens so um die 3000, wenn ihr 5 Kuribo-Monster habt, was ja der Fall sein wird meistens. Dann hat die noch ein paar andere Effekte. Und zwar, du kannst dich spezial beschwören, wenn du mehr Monster hast als dein Gegner im Friedhof. Der Effekt ist ziemlich cool, weil er sich relativ easy beschwören lässt. Und dann hat die noch einen anderen Effekt. Während deiner Main Phase oder Battle Phase, Quick Effekt, du kannst die Karte auf die Hand zurückgeben. Und falls du das tust, kannst du Spezialbeschwören, Kuriba, Kuribe, Kuribo, Kuribe und Kuribo von deiner Hand oder vom Friedhof in Angriffsposition. Das ist halt tatsächlich gar nicht so kacke, wie es sich jetzt anhört, weil ihr lässt sich relativ easy beschwören und ihr könnt dann die Monster spezialbeschwören. Das Problem ist halt, es müssen dann die spezifischen Monster sein und die müssen irgendwo in der Hand oder im Friedhof sein, damit das funktioniert. Da kommen wir gleich bei der nächsten Karte drauf, denn das wird nämlich super interessant. Ja, und dann habt ihr halt wieder fünf Monster, die ihr benutzen können für Shenanigans. Xyz, Link, keine Ahnung. Sagen wir es mal so, es ist nicht bad, ne? Aber ist halt auch nicht gut.
Dann kommen wir jetzt zu der Karte, die ich am interessantesten finde. Und das ist die Zauberkarte 5 Star Twilight. What do? Wenn das einzige Monster, was du kontrollierst, ein Level 5 Monster ist, kannst du das tributieren. Und dann, haltet euch fest, Spezialbeschwöre ein Kuriba, ein Kuribe, ein Kuribo, ein Kuribe, ein Kuribo von deiner Hand, Deck und oder Friedhof. Aber die können nicht tributiert werden für Tributbeschwörung. Ihr kriegt also mit 2 Karten 5 Monster. Das ist eine gute Karte. Das hier ist die beste Karte des TMX. Und das ermöglicht halt viele Sachen, denn die Karte lockt euch auf gar nichts. Das heißt, ihr könnt damit euer Babylon-Play machen, was halt geht, mit dem einen tributiert die und dann holt ihr halt Babylon, legt ihr zurück, Special einmal zurück, geht auf Link Plays, Special Babylon zurück und habt dann quasi ein paar Monster und was im Friedhof und könnt Babylon mal holen. Und Babylon könnt ihr theoretisch nochmal die 4 Monster holen und noch mehr Link Plays machen. Also die Karte plus Babylon sind halt 10 Monster. 10 Monster. Oder halt einmal 5 von Babylon. Das ist halt nicht bad. Ich überlege halt, ob es halt Decks gibt, wo man die halt gut spielen kann. Ich habe immer das Gefühl, nicht so krass viele. Mir ist spontan jetzt Cyber Dragon eingefallen, weil ihr könntet halt Cyber Dragon specialen, die Karte aktivieren und dann halt alles voll spammen. Und dann halt gegebenenfalls irgendwie ein anderes Monster aktivieren, um Cyber Dragon zurückzuholen oder sowas in die Richtung. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so kacke. Lasst mir mal in den Kommentaren da, was ihr von den Krübelkarten haltet. Ich finde halt 5 Star Twilight nicht broken, aber die ist halt. Puh. Die ist gut, der Rest. Aber auf jeden Fall, Kommentar lassen, Abo da lassen und natürlich Like. Wer liked denn kein Kuribo-Video? Hallo Leute, bis dann noch rein. Ciao Leute.